Heute gibt es Neues zu Kislev und noch viel mehr, also bleibt dran. Und damit herzlich willkommen zu den Warhammer Fantasy Gaming News und heute beginnen wir mit Kislev, denn The Old World Warhammer hat angekündigt, die Eiswache von Kislev wird kommen. Sind dazu auch eine kleine Map gepostet und hier nochmal ein paar alte Regimenter, die Ungol Horse Archers und die Kislevite Winged Lancers. Und das hier soll dann die neue Eiswache sein. Ich habe im Stream, glaube ich, irgendwann mal gesagt Eisgarde, dieses aber nicht richtig. Hier sehen wir jetzt die Eiswache mit Nahkampfwaffen, hohen Stangenwaffen und Pfeil und Bogen. Aber von Reittieren ist sie auf jeden Fall nicht zu sehen und hier ist wahrscheinlich ihr Banner. Und falls ihr mehr über Kislev erfahren wollt, hier unten sind einige Bücher zusammengestellt für euch. Dort könnt ihr euch dann ein bisschen einlesen. Wir beginnen jetzt weiter mit Games Workshop und zwar arbeiten diese auch ausschließlich nur noch zu Hause und ihre Läden, das heißt die ganzen Games Workshop Shops, die sind alle geschlossen. Bis auf weiteres. Bis 14. April, aber das wird wahrscheinlich eh noch länger so bleiben. Und wir kommen jetzt zu Total War Warhammer 2. Und auch CA arbeitet inzwischen von zu Hause. Und hier weisen sie nochmal in einem Post darauf hin, diese Proving Grounds Beta ist eine experimentelle Beta und kein Patch. Und es ist nicht garantiert, dass alle Änderungen aus dieser Beta ins Hauptspiel schaffen. Allgemein kann ich zu The Proving Grounds Beta nur sagen, sehr gute Arbeit, top, spielt sich sehr gut, macht eine Menge Spaß. Ist ein bisschen wie Warhammer 1 früher und weiter so. Jetzt kommen wir zu Warhammer Realm War. Wer es spielt, hier gab es einen kleinen Patch, Version 2.3.0. Und zwar gab es einige Änderungen für Akelian Aloprex. Falls ihr das Game spielt, viel Spaß. Und jetzt beginnen wir mit Warhammer Vermintide 2. Denn hier ist das letzte Level erschienen zur neuen Drachenfels-Kampagne. Und diese Kampagne habe ich ebenfalls auch gestreamt. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sehr lustig. Danke an alle, die mitgemacht haben. Und lasst uns weiterhin noch so eine Events rocken. Und das war gerade Blaulicht. Nichts Unübliches in meiner Gegend. Double XP Live und Play with the Devs gab es auch am 27.03. Und Double XP gab es von 27. bis 29., also ein ganzes Wochenende. Und Play with the Devs gab es nochmal am 3. April. Und hier auch nochmal die ganzen neuen Haustiere vorgestellt von den Mitarbeitern, die inzwischen alle von zu Hause aus arbeiten. Und dann haben sie nochmal alle Videos zu den vergangenen 1. April-Scherzen gepostet, denn dieses Jahr gab es von Fat Shark leider kein April-Scherz, da man wegen dem Virus nicht so richtig zu Scherzen angelegt war. Aber an dieses hier, das kann ich mich noch besonders gut erinnern, das sind einige Songs von dem Zwerg Bardin. Zieht euch das auf jeden Fall mal rein, wenn ihr was zu lachen haben wollt. Und das erste kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Weiter geht es jetzt mit GameTump. Und zwar hat er zwei Videos rausgebracht, nämlich High Elves und Lizardman. Und das andere war Dark Elves and Greenskins. Falls ihr auf so eine actiongeladene Video steht, dann zieht es euch einfach nochmal rein. Und Lore gab es auch, nämlich zu Grumbrindral, dem weißen Zwerg von Waldschrat. Er spielt übrigens auch gerade Warhammer 1, und zwar eine Zwergenkampagne.
Und Warhammer Chaosbane, die Schmieden von Nullen, gab es von mir auch zu sehen. Das ist nämlich ein ganz neuer Akt, ein ganz neues Kapitel, das rauskam für Warhammer Chaosbane. Und hier nochmal ein kleiner Hinweis: In meinem Stream bin ich jetzt ab und zu auch ein, dass wir zusammen Videos gucken. Und das geschieht dann immer nach dem Zocken. Also, wenn ich zu Ende gezockt habe, dann ziehen wir uns gemeinsam ein paar Videos rein. Manchmal Warhammer-Videos auch. Und ich habe auch übrigens eine neue Kampagne angefangen zum Avatar des Kane. Tyrion mal anders. Tyrion in den Endtimes. Und ihr merkt schon, jetzt sind wir bei meinen persönlichen Dingern, bei den Kanal-News. Denn ich habe nämlich auch am 1.4. habe ich den Upload-Plan geändert. Warhammer Chaosbane ist beendet. 3 Folgen ging dieser neue Akt. Wobei die erste Folge allerdings länger geht hier mit 50 Minuten. Und zum neuen Akt kann ich nur sagen, sehr gut gelungen. Auch der Boss ist mal ein bisschen was anderes wieder. Und hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und damit würde ich auch sagen, sind wir raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Stream.